Im Beruf bitterlich scheitern oder die eigenen Fehler vertuschen, das hat jeder schon mal irgendwie erlebt. Warum es so wichtig ist, über das Scheitern zu sprechen, darum geht es bei der Fuck-Up-Nights-Bewegung. Emilia Illic war mit dabei. Rund einmal im Monat kommen Startup-Gründer, Top-Managerinnen und Jungunternehmer zusammen, um über ihre größten beruflichen Misserfolge zu sprechen. Fehler passieren schnell mal, aber wenn es um viel Geld und Verantwortung geht, sind sie umso fataler. Gründerin des Metropole Magazines, Maggie Childs, musste 2022 ihr Unternehmen insolvent anmelden und das ganze Personal entlassen. Ihr persönliches Fuck-up war: Ja, nicht paranoid genug gewesen zu sein mit meiner Firma, während wir in Schwierigkeiten waren. Und einfach auf Teufel komm raus zu versuchen, alles zu retten, obwohl nichts mehr zu retten war. Aus diesem Tiefpunkt hat sie einiges mitgenommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Demut und Bescheidenheit auch zu haben. Auch wenn man ein Daueroptimist ist, so wie Startup-Unternehmer meistens sein müssen, es ist ganz wichtig, auch demütig zu sein, auch eben zu wissen, man ist ja auch nur ein Mensch und die Firma ist auch nur eine Firma. Und mehr ist es auch nicht. Und man wird die Welt wird nicht untergehen, wenn man etwas falsch macht. Bei den Fuck-Up-Nights erzählen in lockerer Atmosphäre drei Vortragende von ihrem größten Versagen und feiern ihre Lerneffekte. Als Dejan Stojanovic das Format vor 10 Jahren in Österreich gestartet hat, ist ihm eines besonders aufgefallen. Wir verheimlichen Fehler, wir verstecken sie und auch das Wissen, was wir haben, nehmen wir mit, spätestens dann, wenn wir das Unternehmen verlassen. Und ich glaube, es ist die Aufgabe eines Unternehmens, auch dieses Wissen im Unternehmen zu halten. Dafür braucht es aber eine gesunde Fehlerkultur. Um es klarzustellen, es geht nicht darum, jetzt Fehler aktiv zu machen, bewusst blöde Fehler zu machen. Darum geht es auch bei der Fuck-Up-Night nicht, sondern es geht darum, dass Fehler, die nicht geplant waren, Sachen, die nicht geplant waren, passieren. Und die passieren überall, sei es im Innovationsprozess, aber auch im Alltag. Zu Beginn ihrer Kosmetikfirma hat auch ehemalige Kommunikations- und Vertriebsleiterin Rita Davidson einige Fehler gemacht. Die anfängliche Begeisterung ihres Umfelds hat rasch nachgelassen und führte sie zu 6 Sales-Kampagnen und großer Verzweiflung. Das Schlimmste an dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit war, zu realisieren, dass wie man am Ende mit dieser Verliebtheit in eine Idee reingegangen ist und geglaubt hat, die ganze Welt wird jetzt vor einem stehen und sagen, ja, darauf haben wir gewartet, zu realisieren, dass eigentlich niemand auf einen wartet. Mit jedem Fuck-up öffnen sich viele neue Türen, so auch bei Darsteller Marian Raunicker. Er hatte den großen Traum, Spitalsclown zu werden. Dieser wurde ihm mehrfach verwehrt. Daraus gelernt hat er: Niemals aufgeben und neue Wege suchen, neue Türen öffnen. Und dann hat sich eine Tür geöffnet. Und jetzt bin ich Ordi Clown in der größten Kinderarztordination. Das schambehaftete Gefühl des Scheiterns bekommt bei der Fuck-Up-Night eine ganz neue Bedeutung. Es wird viel gelacht und sehr reflektiert über seine Fehler gesprochen. Weil ich finde, es ist wichtig zu zeigen, auch wenn man ganz, ganz tief unten ist, und ich war, I tell you, ganz tief, tief unten, dass es doch auch wieder geht, aufzustehen. Und dass es sogar, wenn man dann aufsteht, ist man größer, als man vorher war. Ich bin selbst mit meinem Startup grandios gescheitert. Es war eine schmerzvolle Erfahrung, aber erst durchs Reflektieren habe ich festgestellt, dass es sehr wertvoll war. Es war sehr wertvoll, ich habe vieles gelernt, alleine, dass ich es probiert habe, hat mir als Unternehmer mit meinem Unternehmergehen gut getan und ich habe festgestellt, ich brauche mich dafür nicht verstecken. Alle Besucher sprechen ganz offen über ihr persönliches Fuck-up und das wird noch ausgiebig gefeiert. Wir zelebrieren nicht nur das Scheitern, sondern vor allem auch die Lessons learned. Darum sieht man jetzt auch im Hintergrund ein bisschen auch eine Party. Das ist kein schweres Thema, es ist ein tolles, ein leichtes Thema, ein lernvolles Thema und das wollen wir jetzt auch noch mit den einen oder anderen Gläschen in dieser Networking-Runde auch zu Ende bringen heute. Fehler machen ist menschlich. Wichtig ist, daraus zu lernen und die neuen Chancen zu feiern.